In der 3D-Dialogbar im Register Umgebung in der Steuerung für die Hintergrundbilder sind Sie in der Lage, per Klick das Bild, was hinter dem Haus zu sehen ist, auszuwählen. Sie sehen in dem oberen Drittel des Dialoges eine entsprechende Struktur, die einem Teil der Ordnerstruktur in VI 2000 entspricht. Und Sie sehen hierbei, dass wir das Ganze unterschieden haben nach Breitbildern, nur Himmel, ohne Horizont, viel Horizont, wenig Horizont und dieselbe Struktur noch einmal als Normalbild zur Verfügung steht. Ergänzend dazu gibt es die einfarbigen Hintergründe, hier hauptsächlich dafür, um einfach einen weißen Hintergrund zu haben und das Bild damit im Nachhinein freistellen zu können, sprich es ausschneidbar zu machen, um es direkt in ein Foto zu montieren und dass die Option Panoramen entsprechend zur Verfügung steht. Beachten Sie bitte, dass diese Unterscheidung nach Breitbild und Normalbild den unterschiedlichen Monitoren geschuldet ist. Heutzutage haben zwar die meisten ein Breitformat, es gibt allerdings genauso noch Monitore mit einem 4 zu 3, also einem annähernd quadratischen Format. Und damit möglichst eine geringe Verzerrung da ist, gibt es einfach sämtliche Bilder einmal in einem Breitformat und einmal in einem normalen, also eher quadratischen Format, damit, wie gesagt, die Verzerrung möglichst gering ist. Das, was Sie tun, ist, Sie wählen einfach den gewünschten Bereich aus. Die Variante nur Himmel ist dafür gedacht, wenn Sie eine Gestaltung haben, ähnlich wie es hier ist, bei der mit 3D-Objekten, mit Bäumen etc. gearbeitet wird, sodass Sie einfach nur per Klick, entweder per Doppelklick auf das Bild oder durch Klick auf die Schaltfläche zuweisen, hinter die bestehende Visualisierung andere Himmelsbilder hängen können und damit in der Lage sind, völlig unterschiedliche Stimmungen mit minimalem Aufwand zu erzeugen. Bei Abendstimmungen kann natürlich das Innenlicht noch angeschaltet werden und die Helligkeit im Außen deutlich reduziert werden. Unabhängig davon, ob Sie hier mit Himmelsbildern arbeiten oder im Bereich der Bilder mit viel oder wenig Horizont unterwegs sind, die Unterschiede sind hauptsächlich aufgrund der Größe des Hauses und des Blickwinkels zum Haus sinnvoll. Wenn Sie zum Beispiel ein solches Hintergrundbild zu dem Bauhaus kombinieren, dann sehen Sie, dass einfach die Proportionen der Bildaufnahme nicht zueinander passen und das Bauhaus, was zweigeschossig ist, kleiner wirkt als normale anderthalbgeschossige Einfamilienhäuser. Bei diesem Bild ist sehr gut zu sehen, dass der Blickwinkel, mit dem das Haus im Hintergrund fotografiert wurde, einfach in keinster Art und Weise zur Position zu diesem Haus passt. Und auch eine derartige Struktur zeigt, dass die Oberspannungsleitung, die hier vorhanden ist, im Größenverhältnis zum Haus nicht passen kann. Im Bereich mit viel Horizont werden wir bei einer derartigen Position zum Haus mit hoher Wahrscheinlichkeit eher fündig und können so auch, wenn gewünscht, einfach eine Nachbarschaftsbebauung auftauchen lassen. Beachten Sie bitte, wenn Sie Panoramen verwenden, dass die sicher für die Animation toll ist, dass dies jedoch für eine klassische Bilddarstellung keinen weiteren Effekt auslöst. Außer Sie haben es sicherlich in den Fenstern schon gesehen, dass am Panoramabild, dadurch, dass es ja komplett um das Haus drumherum geht, auch automatisch die Reflexion mit dranhängt. Wenn Sie die reale Umgebungssituation des Baugrundstückes fotografieren, können Sie über die Schaltfläche hinzufügen, Ihre eigenen Bilder ganz einfach integrieren und diese verwenden wie die standardmäßig vorhandenen.